So, herzlich willkommen, schönen guten Abend zum nächsten Video auf meinem Channel, auf dem Channel von Bastian Huck, zu mir professioneller E-Commercer und Online-Marketer. Und was wir uns heute anschauen werden, ist ein milliardenschweres Thema. Nein, ich spreche nicht von Florian Homm, auch ein komplett verrückter Milliardär, falls du von dem mal gehört hast. Nein, es geht um die gute Kylie Jenner. Kylie Jenner ist den meisten von euch wahrscheinlich auch ein Begriff, denn Kylie Jenner hat es 2019 geschafft oder wahrscheinlich schon kurz davor, dass sie 2019 erstens mal zur jüngsten Milliardärin im US-amerikanischen Raum gewählt wurde. Sie ist Baujahr 1997, das heißt, sie war letztes Jahr 22 und ist dabei schon Milliardärin gewesen. Okay, das wäre jetzt an der Stelle noch nicht allzu spannend, denn es gibt natürlich mehrere junge Milliardäre auf der Welt. Aber wie hat sie das Ganze geschafft? Mit Shopify. Okay, und das macht die ganze Sache für uns so interessant, weil du hast so viele Leute da draußen, die denken, hey, Shopify ist einfach so eine kleine Spielerei, die man nebenbei machen kann, wo man sich vielleicht ein paar hundert, vielleicht auch ein paar wenige tausend Euro verdienen kann. Aber die wenigsten sehen Shopify wirklich als richtiges Business an. Und zwar als richtiges Online-Business. Ja, und Shopify ist nichts anderes. Ich meine, du siehst es, sie hat damit nicht nur irgendwie 10 oder 20 Millionen verdient. Und das wäre schon eine ganze Marke. Nein, sie ist damit Milliardärin geworden. Okay? Und bevor wir uns jetzt dann den Shop noch im Genauen anschauen und ihren Shop mal genauer unter die Lupe nehmen, analysieren, wie ist er aufgebaut, welche Produkte verkauft sie, will ich dir einfach mit auf den Weg geben, warum sie damit so extrem erfolgreich geworden ist, okay? Es geht nicht darum, um das gleich mal vorwegzunehmen, sie ist im 1, 2, 3, wir bilden einen Satz, sie ist im Kosmetikbereich unterwegs und ihre Produkte sind nicht deutlich besser als irgendwelche anderen Produkte da draußen auf dem Markt. Wieso ist sie so verdammt erfolgreich? Sie hat natürlich, bevor sie diesen Shopify-Shop aufgemacht hat, schon mal einen Namen gehabt, okay, einen bekannten Namen. Das heißt, sie hatte Reichweite. Und wenn du schon für einen ganz bestimmten Namen stehst oder du im Endeffekt schon selbst eine eigene Personal Brand bist, dann kannst du natürlich mit dieser Brand auch deinen eigenen Shop und deine eigenen Produkte branden, ganz klar. Das heißt, warum sie so extrem erfolgreich ist, sind nicht die Produkte dahinter, sondern das Branding. Okay, anderes Beispiel ist zum Beispiel Steve Jobs. Steve Jobs hat von vornherein gesagt, als er die Apple-Produkte entwickelt hat, er will, dass seine Produkte anders sind als die anderen und dementsprechend halt was Besonderes sind, okay? Und genauso ist es ja auch heute noch. Die meisten Menschen fühlen sich besonders oder besonderer, wenn sie ein Apple-Smartphone haben, eine Apple Watch oder was auch immer, irgendwas von Apple, wo diese Brand Apple drauf ist, als wenn sie sich ein Smartphone von Huawei, von Samsung oder von was auch immer kaufen. Und genau das war ja auch die Mission oder die Vision von Steve Jobs. Genauso, geh mal irgendwie in den Saturn zum Einkaufen, geh mal in die Smartphone-Abteilung und du wirst sehen, es gibt einen komplett separaten Tisch für Apple-Produkte und es gibt einen Tisch, in dem da praktisch alle anderen Produkte mit aufgeführt sind. Ja, da hast du ein Samsung-Smartphone, da hast du ein Huawei-Smartphone, da hast du ein Sony-Smartphone und so weiter. Aber er hat, also Steve Jobs hat von vornherein gesagt, Apple ist etwas Besonderes und dementsprechend will er sich von den anderen abgrenzen und er will auch nicht, dass seine Produkte auf einem Tisch zusammen mit anderen Produkten angeboten werden. Okay, das war im Endeffekt seine Message und genau das hat er auch gemacht. Und hier, um jetzt wieder zurückzukommen zu Kylie Jenner. Kylie Jenner hat deswegen so viel Geld mit ihrem Shop gemacht, weil sie eben diese krasse Brand hatte. Okay, das bedeutet, sie hatte nicht bessere Produkte, was sie allerdings machen konnte. Oder generell, wenn du im Branding hast, was ein krasser Vorteil von Branding ist, du kannst höhere Preise verlangen. Okay? Je wertvoller eine Brand nach außen wirkt, umso höhere Preise kannst du verlangen. Okay? Apple kann im Endeffekt jetzt mittlerweile oder auch schon seit Jahren automatisch höhere Preise verlangen, weil sie in den Köpfen der Leute im Endeffekt die Message eingetrichtert haben, wir sind etwas Besonderes. Okay? In dem Moment, wo etwas besonders ist, sind die Leute natürlich auch gewillt und bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Wenn sich Leute durch den Konsum von einem Produkt besonders fühlen, sind sie natürlich auch bereit, einen besonderen Preis in Anführungsstrichen zu zahlen, okay? Und auch Kylie Jenner konnte eben durch ihr Branding höhere Preise verlangen als andere Unternehmen, sage ich mal, oder andere Online-Shops, die in der gleichen Branche sind und im Endeffekt ähnliche oder gleiche Produkte verkaufen, okay? Nächster riesengroßer Vorteil von Branding ist natürlich, dass du extrem viele wiederkehrende Kunden hast. Heißt, wenn die Leute
deine Brand lieben, wenn sie deine Produkte lieben, guess what, was passiert? Die kaufen nicht nur einmal ein. Ja, wenn du einmal eine richtige Fangemeinschaft um deine Brand eben aufgebaut hast, kommen die Leute immer wieder. Ja, und sie kaufen immer wieder ein. Was du da allein Geld durch E-Mail-Marketing machen kannst. Du hast zufriedene Kunden, die deine Brand feiern. Wenn du denen jedes Mal, wenn du neue Produkte releast, denen das per E-Mail zuschickst, du hast keinen einzigen Cent an Werbeausgaben und generierst aber so und so viel Umsatz. Okay? Deswegen sage ich ja auch in meinem Print-on-Demand-Bereich, es ist so extrem wichtig, dass du einen gebrandeten Shop hast. Okay? Branding ist heutzutage wichtiger als je zuvor. Gerade deswegen, weil du auch so viele No-Name-Shops da draußen unterwegs hast, so viele Scammy-Shops. Und wenn du eben gebrandet bist, dann zeigst du eben, du stehst für eine bestimmte Marke, du hast eine Markenbotschaft, da steckt Qualität dahinter und so weiter. Wobei an der Stelle auch wieder anzumerken ist, viele Leute haben automatisch im Kopf, wenn es irgendwo eine Brand, wenn es irgendwo eine Marke gibt, dann steht das automatisch für Qualität. Ja, deine Qualität muss im Endeffekt gar nicht besser sein als die von anderen, aber eine Brand signalisiert für die Menschen automatisch im Kopf, dass sie wahrscheinlich besser ist. Und der nächste Punkt ist, du generierst mit einer großen Brand immer eine Community um deine Produkte. Ja, also ein sogenanntes Wir-Gefühl der Kunden oder der Leute, die bei dir einkaufen. Genauso wie bei Apple auch, okay? Die generieren ein Wir-Gefühl um diese Apple-Produkte in der Community. Genauso wie bei Kylie Jenner auch. Es entsteht ein Wir-Gefühl in dieser Community und vor allem entsteht dann auch Word of Mouth. Also Word of Mouth ist im Endeffekt Mund-zu-Mund-Propaganda. Bedeutet, dann werden die Beiträge dieser Produkte nicht nur online viral und werden viral geteilt, sondern jetzt sprechen die Leute auch offline, also die Leute in dieser Community über diese Produkte. Und genauso ist es im Print-on-Demand-Shops. Ja, schau dir die Angler-Nische an und angenommen, Angler treffen sich, also es ist immer so, dass in diesen Print-on-Demand-Nischen Leute, die drin sind, sind entweder mit Leuten aus dieser Nische befreundet oder sie haben Bekannte aus dieser Nische, weil die meisten Nischen, da gibt es Versammlungen, da gibt es Treffen oder auch bei Sportarten, es gibt Vereine, also es gibt immer Treffen, wo sich Leute aus der Nische miteinander ja, verabreden, treffen und so weiter. Heißt, wenn du in der Angelnische bist, 10 Männer treffen sich morgens zum Angeln, ja, so blöd das Ganze klingt. 2 von denen haben irgendwie ein richtig cooles Shirt aus deinem Shop an. Ja, da ist ein Lacher drauf, also ein Design, was wirklich die Emotionen triggert. Entweder Humor, andere Emotionen. Oder sie können sich praktisch durch die Designs selbst ausdrücken, Selbstverwirklichung. Ja, und die anderen sprechen sie auf das Shirt an. Hey, cooles Shirt, wo hast du das gekauft und so weiter. Wenn du dann einen gebrandeten Shop hast und die Leute auf deinen Shop kommen, dann spricht sich das Ganze eben auch offline rum. Okay, das ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das kannst du aber nur machen, wenn du gebrandet bist. Keiner will von irgendwelchen No-Name-Shops erzählen. Aber wenn du geile Designs hast, wenn du geile Produkte hast und gebrandet bist, dann hast du auch offline Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay, und so hast du einfach vom Branding jede Menge Vorteile. Und wie gesagt, Branding ist heutzutage wichtiger als je zuvor. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze noch in der Praxis an und schauen uns gemeinsam den Shop von Kylie Jenner an. So, hier sind wir jetzt eben auf dem Shop von Kylie Jenner, hier unter kyliecosmetics.com. Das Gute ist, du siehst hier einmal, und genauso soll es auch bei Print-on-Demand-Shops sein, du siehst direkt auf der Startseite, worum es in diesem Shop geht, in welcher Nische der Shop unterwegs ist und du weißt direkt, okay, oder sieht zumindest sehr danach aus, hier, es geht um Kosmetik. Ja, es sieht einfach nach einem Beauty-Bild aus, gleichzeitig heißt der Shop ja Kylie Cosmetics. Das heißt, auch in der Domain siehst du, es geht um Beauty. Okay, es wurden hier auch ganz klar die Farben gewählt, die in der Beauty-Nische eben extrem vertreten sind. Das heißt hier, ich weiß gar nicht, ist das Korall, wie das heißt bei den Frauen. Hier hast du eben so einen Rosaton. Also alles einfach sehr, sehr feminin. Dann kannst du natürlich gleichzeitig auch noch testen, ob es ein Shopify-Shop ist, indem du hier einfach mit der rechten Maustaste, halt nicht hier, hier mit der rechten Maustaste auf Untersuchen gehst. So, und dann kannst du hier im Quellcode mit STLGF nach Shopify suchen und du siehst hier im Quellcode allein hier, dass Shopify angezeigt wird. Okay, hier unten nochmal, also siehst, auch Kylie Jenner hat einen Shopify-Shop. So, jetzt schauen wir uns an, was sie im Endeffekt alles verkauft. Wie gesagt, hier siehst du auch, der Shop ist super, super clean. Der sieht null scammy aus, super professionell, super clean. Das heißt, wenn du hier jetzt mal in den Shop reingehst, dann siehst du, okay, sie hat was für die Augenbrauen, unterschiedliche Kollektionen, Bundle-Sets, Accessoires. Schauen wir mal rein, was sie für die Augenbrauen hat. Ja, und da siehst du, das sind keine
extrem, auch wenn ich mich jetzt nicht besonders professionell auskenne mit Frauenkosmetik, aber sind keine super extrem professionellen Produkte. Okay? Könnten sogar Dropshipping-Produkte sein, also wirklich Produkte, die du einfach von Großhändlern beziehst und da einfach deine Brand eben draufhaust, was Kylie im Endeffekt mit Kylie Cosmetics getan hat. Ja? Aber auch hier, du siehst, auch ganz wichtig, sie hat überall Kundenbewertungen drin. Hier 26 Sterne, 13 Sterne, 28 Sterne und so weiter. Deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig, auf der Produktseite Kundenbewertungen zu haben. Ja, hier unten geht es weiter. Es ist jetzt kein einziges Produkt ohne Kundenbewertung. So, wenn wir jetzt hier mal reinschauen, dann siehst du hier auch wieder, okay, ich will mich nicht einschreiben. So. Kurze Produktbeschreibung. Hier unten nochmal. Sie macht direkt Upsells im Endeffekt auf der Seite. Das ist auch das, was ich immer sage. Beachte das in deinen Online-Shops, dass du eben Zusatzverkäufe auf deiner jeweiligen Produktseite und nicht nur auf der Produktseite generierst. Ja, also bekommst du direkt andere für dich vorgeschlagene Produkte im Endeffekt. Okay. Hier unten die ganzen Kundenbewertungen. Sieht sogar fast nach der App, ja, nach einer bekannten App aus. Ich will jetzt an der Stelle nicht verraten, welche. Aber klassische Produktseite, Kundenbewertung, sie holt sich den Social Proof. Hier alles sehr, sehr clean gehalten. Hier ein großes Produktbild. Genau. Also einfach wirklich gut gemacht. Es ist einfach super clean. Es ist gebrandet. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben. Hier, sie bietet Bundles an. Auch das, was ich immer sage, was du machen kannst, häufig zusammengekaufte Produkte. Hier hast du ein Liquid Kyliner Bundle, also im Endeffekt ein Bündel aus Eyelinern. Auch hier ist im Endeffekt der Upsell schon automatisch mit drin, weil sie eben Bundles anbietet. Aber du siehst, um das Ganze an der Stelle abzukürzen, sie hat einfach einen professionellen, cleanen Shop, der extrem gebrandet ist, mit kurzen, cleanen Produktseiten. Upsells, also Zusatzverkäufe auf jeder Seite. Sie hat die nischentypischen Farben verwendet. Du siehst direkt auf der Hauptseite, auf der Startseite, um welche Nische es geht, also um welche Branche, um welches Produkt. Du weißt direkt, okay, bin ich Teil der Zielgruppe oder nicht. Und alles andere ist halt einfach super clean, professionell und gebrandet aufgebaut. Okay? Und da siehst du einfach mal, dass du mit Shopify nicht nur zum Millionär, zum Multimillionär, sondern tatsächlich zum Milliardär werden kannst. Okay? In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir einen Like hinterlässt, wenn du meinen Channel abonnierst. Und in diesem Sinne freue ich mich auf dich. Ab bis zum nächsten Mal.